Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man sein erstes Date hat. Alter, kannst du es mal lassen? Warte, jetzt noch kurz das Level hier. Warte, ich bin gleich fertig. Alter, ich glaub das gerade nicht. Warte. Ich geh gleich. Ja. Und, wie geht's? Gut, was machst du heute noch so? Guck mal, zwei Nudeln. Okay. Kannst du mir mal den Wein geben? Deine Mutter gibt dir den Wein. Willst du mal einen Witz hören? Ja, aber auch nicht. Was sitzt hinter Gittern und ist braun? Eine Knastanie. Eine Knastanie, verstehst du? Oder warte, ich hab noch einen. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Oder warte, ich hab noch einen, warte. Also, die Spanischunterricht. Wir haben so ein Projekt gemacht. Das war eigentlich ganz lustig so in der Gruppe, aber das Projekt war echt mega langweilig. Zu? Ich muss dir noch was sagen übrigens. Okay. Ich hab mich in dich verliebt. Okay, also ich muss jetzt aber los, ne? Es tut mir furchtbar leid, aber ich melde mich dann fürs nächste Treffen, ja? Ja. Okay. Hey Süße, wie geht's? Auch, aber ich habe eine ganz andere Frage. Sind eigentlich deine Eltern Architekten? Nein, wieso? Na, du bist so gut gebaut. Okay. Bock auf ein bisschen Spaß? Das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Danke, ich geh da mal lieber. Ey, nee, warte doch. Ach, scheiße drauf. Mir doch scheißegal, ruf ich halt die nächste Bitch an. Ja, ich bin total genervt von meinen Fans. Du musst wissen, ich bin halt sehr bekannt. Mit White Titty mache ich auch Videos. Ich habe da viele Fans, musst du wissen. Die nerven mich. Und dann habe ich halt ein paar bekannte YouTuber gefragt. Ich kenne ja alle da. Ob die mir helfen können, dass sie mir nicht so auf den Sack gehen. Das ist ja schön für dich. Ja, anders kleiden und so. Hatte ja auch Auftritte schon und schreibe auch ab und zu mal mit ein paar Leuten hier. Ich hatte viele Kontakte von ein paar YouTubern, zum Beispiel White Titty, Elfgrind, Kickzoom, Siebes von Bullshit TV, dann iBloody, The Floyd, Maniac Mind, Duellen von Sarasa, Giga habe ich auch und Apple War. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein großes Dankeschön an Alex für das geile Intro und natürlich an die liebe Maike, dass sie da immer den ganzen Scheiß mitgemacht hat. Dann würde ich sagen, bevor ich es vergesse, unten sind jetzt hier irgendwo eingeblendet die Gewinner. Die schreibe ich dann an, wegen Adresse und dies, das, ne? Und hier kommt demnächst irgendwann mal ein Outtake. Da müsst ihr halt, also das wird dann hier verlinkt. Und müsst ab und zu mal raufschauen, ob das denn da ist. Oder ihr folgt mir einfach auf Facebook, da poste ich dann auch nochmal den Link. Und hier unten ist die erste Folge von Dinge, die man nicht tun sollte. Da geht es darum, wenn man bei einem Kumpel ist, der gerade GTA 5 zockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann habe ich irgendwas vergessen, Oben kann man abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr das Ganze hier mit Daumen hoch oder so gibt. Wenn ihr euch das gefallen hat, natürlich nur. Und das Facebook. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Haut rein. Auf
wo bleibt sie denn? Wir haben noch 4:30 gesagt. Wo bleibt sie denn jetzt? Immer werde ich versetzt, Mann. Das ist doch scheiße.